Was hat er immer mit seinem Profil? So. Sir, woher bekommen Sie diese Profile? Sam, hilf mir ein bisschen. Was bedeutet das? Konzentrieren Sie sich auf den Kampf. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Schritt. Oh shit. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben. Okay. Okay. Was jetzt? Ich muss die Sprache entschlüsseln. Loot. Ja, dann entschlüssel mal die Sprache. Werd mal eben schnell ein Übersetzer. Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren? Truppbefehle. Drücken Sie X, um beiden Truppenmitgliedern zu befehlen, sich zu einer Position zu begeben oder ein Ziel anzugreifen. Drücken Sie Y oder C, um den Befehl nur einem Truppenmitglied zu erteilen. Okay, also wenn ich jetzt hier Y sage, gehen wir da hin. Alles klar. Dann geht der linke Charakter. Also wir haben ja unten in unserer Leiste halt zwei Charaktere. Eine ist der Liam, das andere ist die Cora. Verstanden. Und die machen das dann schon irgendwie. Ich sehe Bewegung. Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Ich muss immer lernen, wie man schießt. Ja? Ich meine, ich bin eine gelernte Sturmtruppe. Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich. Die Zeit wird knapp. Da kommt ein Hund. Ich habe ihn gesehen. Halten Sie beide Seiten. Sie dürfen nicht durchkommen. Ich bin ja dabei. Nehmen wir erstmal dein. Was? Wo kommt auf einmal das Energiefeld her? Was ist das? Also, 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Ryder, der Kampf findet hier statt. Ja, aber da ist ein Dicker. Ich glaube, den so. Hat mich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen habe. Bist ein großer Biste. Hast einen Headshot gemacht. Hallo? Nur noch ein bisschen länger. So. Wozu habe ich dich da hingestellt, wenn du hier nichts machst? Ja, bei mir sagen, ja, gehst du nicht zu weit. Weißt du, ich krieg das schon hin. Aber die KI hier nicht. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Shit, muss nachladen. So. So, und jetzt wieder zurückziehen. Geschafft. Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Okay. So. Dann machen wir doch die Tür auf. Ryder, ich brauche hier deine Hilfe. Bin er dabei? Gehen Sie. Wir halten hier die Augen. Wir halten hier Augen, das ist gut. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Mit wem? Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexieren. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Thank you.
Unfassbar. Es funktioniert. Geschafft. Es ist ein Hoffnungsschimmer. Und genau das brauchen die Leute. Wir brauchen die Leute auf der Arche auch nicht. Nur ein klein wenig Hoffnung. Mag sein, aber noch liegt jede Menge Arbeit vor uns. Gehen wir zurück zum Shuttle und... mit ihm. Sam, wie ist der Status? Ryders Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Und was mit der anderen? Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hier hinsehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Ich kannte ihn kaum. Ich kannte ihn erst seit anderthalb Stunden. Sonderlich nah. Eigentlich habe ich ihn kaum gekannt. Ich weiß, er konnte distanziert sein. Aber er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf Sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, Sie sind der neue Pathfinder. Das soll ein Witz sein, oder? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wieso nicht? Ich bin überzeugt, Sie kriegen das hin. Das lässt sich leicht sagen, ja. Nur wenn Cora einverstanden ist. Ja. Mag sein, aber es ist gegen das Protokoll. Sind Sie wirklich damit einverstanden, Cora? Ich zweifle die Entscheidung Ihres Vaters nicht an.
Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Die nimmt es aber sehr gelassen hin. Der Zustand ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Ein privater Kanal? Warum hat er mich ausgewählt? Wieso hat er das getan? Warum ich? Unbekannt, aber er hat nie ohne Grund gehandelt. Erlek wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Und da haben wir unseren machtgierigen Antagonisten, der ganz schön angepisst darüber ist, dass jemand anderes mehr Macht hat als er. Okay. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Sieht aber auch nicht ganz fertig aus, ne, das Ding? Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da.
Viel Glück, Pathfinder. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das Ding ist ausgerottet in Nexus. Ist okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Dieser Moment hatte meinem Vater gehört. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Ich habe Sie gerade auf den neuesten Stand. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Oh ja, das sollte man. Auch im normalen Leben. Einfach mal immer ein Jetpack dabei haben. Kann ja nicht verkehrt sein.